Hallo und herzlich willkommen zu Gran Turismo 4. Und was das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Es ist irgendwie das gleiche. Keine Ahnung. Das Auto. Ich habe da nicht das gleiche angeklickt. Das Auto scheint wesentlich stärker zu sein. Die Räder drehen heftigst durch beim Start. Ich glaube. Ich glaube, hier sind einfach die Fahrhilfen aus. Da waren wahrscheinlich vorher die Fahrhilfen an und jetzt sind sie aus. Ist toll. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt starten soll, ob ich tatsächlich einfach Vollgas geben soll. Oh ja, die Fahrhilfen sind aus. Es erfährt sich anders. Ich finde die Prüfung ist toll. Ja, ich versuche jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, was ich hier mache, mit Vollgas zu starten. Oh Mann, Alter. Ruhig, ruhig, ruhig. Nee, das war nicht so. Und der wäre gut geworden. Was? Also manchmal glaube ich dann einfach nicht. Ich glaube nicht, dass ich den berührt habe. Was? Die Zeit war sogar besser als mit Beihilfen. So. Weiter. Jetzt kommt irgendeine Street Challenge. Okay. Was war das hier? In Big Apple. Oh, das ist aber schnell. Wo muss ich lang? Oh, 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 oh. Okay, sind ein paar Kurven. Ja. War das denn gerade?
mein Ghost, der irgendwie weiter geradeaus gefahren ist. Der hat ja auch Nerven. Ach so, da war... Ich habe gedacht, hier kam sofort dann die andere Ecke. Hier müssen wir auf jeden Fall auch mehr Schwung mitnehmen. Hat mir nicht gefallen. Ich mach nochmal. Das hat mir auch nicht gefallen. Das war schon besser. Ach, da ging es da dann rum, okay. Hier war das dann. Ja. Sogar ganz schön knapp an Gold rangekommen, aber egal. Also Gold ist hier machbar. Ja, weiter. Jetzt kommt noch eine Street Challenge. Ach nee, nee, nee. Ja, ich mache einmal, aber das gibt nichts. Ich mag das auch nicht. Weil ich das nicht kann. Ist das eigentlich schlimm, wenn ich nicht alle mitnehme? Alter. Leck mich doch. Exit. Ja, weiter. Zurück. Ich mach das nicht. Ist mir egal. Ich hier noch meine Nerven verliere hier. So. Street Challenge 2. Keine Ahnung, was sie damit meinen. Okay. Chita di Aria. Okay, irgendwie kommt mir das sehr unbekannt vor. Ich weiß nicht, ob wir... Ach du Scheiße, hier ist das. Ach du Scheiße, hier ist das. Alter, was ist denn das für ein Auto? Alter, was ist das für eine Karre? Oh. Fail. Was ist das für eine Karre? So ein scheiß... Irgendwas VW-Gerät. Das ist doch ein, das ist doch ein Fronttriebler, oder? Der fährt doch nicht so, ey. Das wird nie klappen. Ist das so ein Jetta oder was ist das? Wenn der dich frei lässt, lenkt er schon voll auf diese Mauer zu. Idiot. Ja, das war ich. Ich weiß. Aber du musst ihn hier schon auf jeden Fall erstmal korrigieren, damit er nicht gegen die Mauer fährt. Oh Gott. Alter, das wird mich Nerven kosten. Oh Mann. Nee.
Ach, gleich nochmal. Ach Gott, ey. Muss mir erstmal diese Kurvenfolge vernünftig merken. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, ja. Geht doch. Nee, nix Retry. Wir haben genug Getreide hier. Oh, jetzt kommt irgendwas, eine Runde. Irgendwo. Ja, jepi. Was fahren wir? Sieht irgendwie nach einer Heckschleuder aus. Okay. Könnte spaßig werden. Nicht so hart einschlagen. Oh. Da war mehr drin, du. Okay, unten kommt die Haarnadel. Der Typ schon wieder, ne? Der hier vor uns. Weiß nicht, ob das am Ende reicht. Hohoho. Oh Mann, das war natürlich schade. 56. Ja, das hätte auch so nicht gereicht. Okay. Versuchen wir noch mal. Schlücken Kaffee. Jetzt musste ich ein bisschen tricksen beim Gas geben. Das war schon wieder ein Anfang zum Weglaufen. Ja, war einfach ein Versuch. Der Anfang war eh kacke. Gedacht, vielleicht kann ich da so ein paar Zehntel raustricksen. Aber egal. Dann machen wir es halt nochmal.
Konzentration. Konzentration. Nee, 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 nee. Alter. Die erste Runde war doch gar nicht so schlecht. Warum bin ich denn jetzt so schlecht? Damit kann ich leben. Damit nicht, damit nicht, damit nicht. Hat es jetzt. In der ersten Runde war man noch vorsichtig, jetzt wird man übermütig, ne? Ja gut, irgendwo muss die Zeit ja herholen. Nützt ja nichts. Komm, diesmal klappt es. Vielleicht. Oh. Hat er mich mit durchkommen lassen. Nein, nicht so viel driften, Mann. Das kostet gerade jetzt auf der Geraden. Das hat so viel Zeit gekostet wieder. Ich glaube einfach, die Reifen sind kalt. Der Kerl, der ist schon wieder hier. Steht schon wieder mehr im Weg rum, als dass er fährt. Die Karre ist gewöhnungsbedürftig, da gibt es nichts, ey. Nicht gegen die Wand. Fahr, fahr, fahr. 56, 57. Alter. Meine Herren, das war aber auch wieder. So. Bis dahin hatten wir uns gespoilert. Dafür haben wir jetzt schon 20 Minuten gebraucht. Was ist das nächste? Dirt Racing. Warte, da muss ich. High Speed Section Grand Canyon. Das wird nix. Das wird nix. Hat gar nicht so viel gefehlt. Damit hat er mich durchkommen lassen.
ist ein Witz, oder? Boah, scheiße. Alter! Ja gut. Ist okay. Also zur Not fahre ich die hier, glaube ich, auch Gold. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Mal sehen, was haben wir als nächstes? Es ist Snow, Leute. Ah. Was auch immer das bedeuten mag. Oh, heißt das glatt ist. Was? Okay. Eisarena. Das hatten wir. Eis hatten wir bis jetzt noch nicht. Ne? Das erste Mal Eis. Okay. Oh, nicht gut. Okay. Das war sehr optimistisch. Nee, komm. Das war sehr optimistisch. Da musst du wesentlich langsamer durchfahren. Okay. Da kannst du auf dem Gas bleiben, so ein bisschen Liebe. War auf jeden Fall schon wesentlich näher dran an das, was wir brauchen. Scheiße. Fehlen immer diese 2/10, ne? Wenn die zweite Kurve da ein bisschen besser geklappt hätte, hätten wir es wahrscheinlich gehabt. Zu früh. Das wäre gewesen, ey. Das wäre es gewesen. Diesmal klappt das.
Ja, der ist plötzlich irgendwie so weggegangen, zu spät gegengelenkt. Diesmal klappt es. Auf jeden Fall. Meistens liegt er an der zweiten Kurve, ja. Das ist so meine Achillesferse. Ja. Wie kann das sein, dass ich jetzt mal eben eine Sekunde schneller bin? Eigentlich hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass für mich überhaupt hier Gold möglich wäre. Aber so ist das manchmal. Manchmal muss er halt nur dann in der Kombination irgendwie alles richtig hinkriegen. In der Regel das größte Problem ist. Also ich übersetze das mal als blöde S-Kurven hintereinander. Och nee. Das ist doch hier meine Lieblingsstrecke, oder? Okay, das wäre schneller gegangen. Ja, mach noch mal. Boah, die Karre ist am Hoppeln, ey. Oh, falsch angefahren. Wir brauchen eine 308. Ich weiß gar nicht, was wir gerade gefahren sind. Oh, das war ja ultra knapp. Nee, mach nochmal. Vielleicht hier doch einen Tacken mehr anbremsen. Aber dann dafür durchziehen. Mehr oder weniger. Das ist dann wieder okay. Also da musste dann noch mal wenigstens mal ein bisschen das Gas lupfen. Nee.
sollte reichen. Was? Wo sind wir denn? Wir sind fertig für heute. Wir sind fertig für heute. Also, ihr seid fertig für heute. Ich vielleicht noch nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über ein Däumchen freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.